Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin die Maya von Stempelhexi Maxi und möchte heute mit euch eine Osterverpackung basteln. Dafür habe ich mir das Stempelset den Osterhasen genommen, habe hier auch schon einiges vorbereitet, die Mohrrübe, den Vogel, den Osterhasen. Das ist der hier, den gestempelt und ausgeschnitten mit der Schere, koloriert mit der Stamping Blends, und dann habe ich mir noch hier die Mohrrübe genommen, koloriert, und den Vogel. Das sind ja so die drei Sachen. Das habe ich dafür benutzt. Dann habe ich mir dieses Papier Faszinierend Floral, 2 6x6 Bögen habe ich mir davon genommen, weil die brauchen wir für die Verpackung. Und dann habe ich mir einen Ring genommen oder einen Kreis aus dem Painted Puppets Set. Da haben wir ja auch Stanzteile zu, und da war dieser Ring mit drin und der passt auch ganz gut auf die Verpackung, habe ich mir gedacht, dann kann man den ja noch schnell benutzen, dazufügen. Genau, und wir fangen jetzt an mit der Verpackung, und die ist ganz schnell gemacht. Dafür brauchen wir den Papierschneider. Wenn ihr Muster habt, dann legt ihn jetzt so, dass das Muster von links nach rechts läuft, weil hier oben kommt jetzt die Kante, die dann oben ist nachher. Wir falzen hier bei 3/4 Inch, das sind 1,9 cm. Dann drehen wir die Falzlinie nach oben und falzen jetzt immer bei 1,5 Inch. Bei 1,5 Inch, genau, das sind immer 3,8 cm, so ist es, genau. 3,8 cm sind 1,5 Inch. Und da falzen wir jetzt die anderen restlichen drei Seiten. Schön gerade anlegen und falzen. Dann haben wir das eine fertig. Das machen wir jetzt mit dem anderen genauso. Wieder bei 3/4 Inch anlegen, 1,9 cm. Und dann legen wir das Papier wieder bei 1,5 an und falzen ringsherum. So, dann haben wir das auch schon fertig, und dann können wir uns an die Papiere machen. Die Lasche wird, die oberste, die schmale Lasche, die wird umgeklappt. Alles andere wird nach hinten geklappt, so dass wir das alles schön nachziehen können. Na. Genau. Das andere machen wir genauso, nach innen die Lasche. Oh. Habe ich schief gefalzt? Nee. So, jetzt. Genau. Da haben wir unsere Laschen hier. Alles schön nachfalzen. So, und bei dem einen Bogen schneiden wir jetzt hier die rechts und links die Quadrate raus. Die benötigen wir hier nicht. Und bei dem anderen Bogen, das ist hier oben, da schneiden wir nur hier an den Seiten ein, rechts und links, und fertig. So, jetzt klebe ich die Verpackung schon zusammen. Als erstes klebe ich, mache ich hier Flüssigkleber drauf. Ihr könnt auch hier doppelseitiges Klebeband nehmen, wie ihr möchtet, und klappt die Seite um. Das mache ich auch bei dem anderen Bogen. Flüssigkleber umklappen, festdrücken. Genau. So, und dann können wir die auch schon zusammenkleben. Dafür mache ich hier auf die Klebelasche Flüssigkleber. Klebe das zusammen, gehe auch noch mal schön mit dem Falzbein drüber. Dann nehme ich mir hier die eine Lasche, mache Flüssigkleber drauf, nehme die eine Seite und klebe sie zusammen.
mache ich hier Flüssigkleber drauf. Moment. Weil dann verschwindet auch richtig die Klebelasche. Und man sieht sie nicht mehr. Dann nehme ich mir hier mein Falzbein und klebe mir das hier schön zusammen. Drückt es fest. Und dass wir die eine Seite fertig haben, dann nehme ich mir hier das mache ich auf der anderen Seite jetzt genauso. Klebt es fest. Mache hier Flüssigkleber drauf und klebe sie zusammen. Drückt es schön fest. Hier fehlt wieder Kleber oder so ähnlich. Mal hier noch einen kleinen Fleck rauf. Nehme ich mir mal ein Zewa-Tuch und mache mir das den Überschuss vom Kleber weg. Genau, und jetzt haben wir hier hinten ja die Klebekanten und so können wir das dann stehen lassen. Dann nehmen wir die schönere Seite für vorne. So, jetzt machen wir uns an die Deko und die Deko geht ja ziemlich zügig. Genau, wir nehmen uns ein Stück Lindgrün. Ich habe mir hier einen Rest genommen und stanzen uns den Kreis damit aus. Dafür habe ich die Mini-Stanzmaschine genommen. Leg mir das dazwischen und kurbel mir das kurz durch. Drücke mir hier die ganzen Teilchen schnell raus, die überschüssigen. Man könnte auch dafür was anderes nehmen, aber ich nehme gerade die Hände dafür. Na toll. So. Genau, sehr schön. Dann haben wir das auch. Dann haben wir unseren Kreis. Können wir da unseren Osterhasen raufkleben. Schaut mal, das passt doch hervorragend. Den befestige ich auch mit dem Flüssigkleber. Klebe mir den ein bisschen höher. Dann können wir unseren Osterhasen hier rauf machen. Und den können wir mit Abstandspads machen. Sieht dann ein bisschen erhabener aus. Hab mir jetzt hier ein paar kleine genommen. Huch. So, und dann können wir den festmachen. Genau, jetzt machen wir noch eine Mohrrübe damit drauf. Die können wir ruhig dahinter kleben. Ein bisschen Flüssigkleber. Dann kann die da noch so hinter. Dann haben wir hier noch einen Vogel für die schöne Deko. Den setzen wir da oben ran. Genau, und jetzt nehmen wir uns noch einen schönen Spruch. Oh, Ostern, glaube ich, ist zu groß, oder? Kriegen wir den da hin? Den kriegen wir da hin. Sehr gut. Dann nehmen wir uns hier ein Stück Rest Grundweiß. Nehmen uns hier einen Stempelblock, der passt nicht. So, und den mache ich dann in
Savanne würde ich den jetzt gerne stempeln. Super. Kommt da frohe Ostern drauf. Dann nehme ich mir hier die Schere, schneide mir das hier ein bisschen schräg. Und dann können wir den auch schon darauf drapieren. Ach, das sieht doch gut aus. Genau, nehmen wir uns auch noch mal ein paar Abstandspads. Können die da oben drapieren, den Spruch? Und schon ist unsere Verpackung fertig. Eine kleine süße Verpackung für Ostern, für den Ostertisch oder als ein kleines Mitbringsel. Und ihr seht, ihr könnt auch schön befüllen, da passt ein bisschen was rein. Ein bisschen Ostergras, ein paar Ostereier oder ein kleines Eierlikörchen, je nachdem, was ihr möchtet. Ja, und diese kleine süße Verpackung, die wollte ich euch zeigen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Also bis dahin. Tschüss.